Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ich heiße Daniel und heute möchte ich hier ein Tutorial machen. Es gibt hier einen Fehler hier in Microsoft Flight Simulator jetzt über ein Jahr. Bei mir passiert immer am meisten, wenn ich möchte mich hier neu einloggen. Zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich meinen Computer komplett neu installiert und dann habe ich auch ein paar Spiele installiert. Und heute möchte ich hier Microsoft Flight Simulator installieren, aber es gibt hier ein Problem. Man kann eigentlich, man sollte sich hier anmelden mit einer E-Mail-Adresse und zum Beispiel, das ist jetzt meine E-Mail-Adresse und es wäre noch die @-Taste @.gmail.com und das bekommen wir nicht. Wenn ich klicke auf dem @, kommt dieser Buchstabe überhaupt nicht. Es gibt auch Tastatur unter Windows, aber das funktioniert auch nicht. Einzige, was können wir auch machen, ist auch eigentlich ganz, ganz leicht. Ich möchte euch alle empfehlen. Zum Beispiel hier haben wir ein Bild hier von Tastatur. Man sollte zum Beispiel hier auf dem STRG-Taste plus V hier, das wir vielleicht besser erkennen. Müssen wir einmal hier drücken, ne, auf diese Taste und dann mit V. Aber wir kopieren irgendwo. Ich möchte euch ganz leicht erklären. Wir können zum Beispiel die @-Taste irgendwo anders schreiben. Zum Beispiel hier auf dem Microsoft Office Word oder so weiter. Irgendwo. Und dann kopieren wir. Habe ich da? Sollte funktionieren. So. Zack, und ist schon da. Haben wir die Buchstabe da. Dann mache ich da. Okay, aber das ist das schon geklappt.